Ja, ihr Lieben, und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Last Epoch hier auf diesem Kanal. Ich weiß, viele von euch oder einige von euch haben schon auf die Weiterentwicklung gewartet von dem Runemeisterbild, den ich euch vor einiger Zeit schon hier online gestellt hatte. Jetzt ist es endlich soweit, ich bin Stufe 75. Ja, hat wieder etwas länger gedauert. Ich hatte euch einen Beitrag geteilt, dass mich schon vor Weihnachten eine Corona-Infektion ausgeboxt hat. Und auch so dauert es natürlich, weil ich halt nebenher immer ja, viele verschiedene Builds spiele, die ich euch zeigen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist es endlich soweit. Ich kann euch die Weiterentwicklung zeigen. Das heißt, wir schauen uns wieder die ganze Punkteverteilung an. Wir werden dann zum Schluss nochmal etwas Gameplay live spielen. Und zwar versuche ich mal das Auge des Sturms zu schaffen. Also Lagon quasi aktuell auf Stufe 75 im Endgame. Mal gucken, ob mir das mit diesem Bild gelingt. Und ganz wichtig auch für diesen Bild ist wie bei dem Inferno-Bild. Ich habe ja jetzt sehr viel Wert auf den Schutz gelegt, weil das einfach enorm hilft, wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr lange am Leben zu bleiben. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an im passiven Skilltree. Ja, da beginnen wir auch einfach mal im Magierbaum. Das sind ja so die ersten Punkte, die ersten 20, die wir verteilen sollten, um dann halt in den Spezialisierungsbaum wechseln zu können, wenn wir dann entsprechend in der Story soweit sind. Hier habe ich natürlich den Elementalisten gelassen für mehr Blitzschaden. Das ist ja das Hauptaugenmerk hier für diesen Runemeister-Bild. Habe auch den arkanen Strom noch drin gelassen, dass wir einen Arkanblitz wirken können. Hier unten die Weisheit für mehr Zauberschaden für den nächsten Zauber. Dann gibt es Wissen über Zerstörung. Ja, für eine erhöhte kritische Trefferchance und auch den kritischen Multiplikator. Und hier haben wir schon den ersten Punkt. Wir bekommen ja Schutz, wenn wir eine Blitzfertigkeit oder eine Feuerfertigkeit verwenden. Und ansonsten haben wir das natürlich auch so, dass wir hier nochmal den Blitzschaden erhöhen. Wichtig eben für unseren Bild. Schauen wir mal ganz kurz in den Zaubererbaum, weil hier nicht ganz so viele Punkte eingeteilt sind. Hier habe ich etwas mehr erhöhte kritische Zaubertrefferchance mitgenommen und das Nachglühen für erhöhten Zauberschaden und auch Schutzerhalt. Das ist immer ganz wichtig, Schutzerhalt, dass der Schutz nicht unter eine bestimmte Schwelle ja drunter fällt, dass wir also immer so ein bisschen Schutz haben, ja. Deswegen kann man auch mal Schutzerhalt mitnehmen. So, jetzt kommen wir zum Hauptbaum, den Runemeisterbaum. Da habe ich das entsiegelte Mana für mehr Mana und mehr Zaubertempo. Dann hier Intelligenz und erhaltener Schutz bei direktem Zauberwirken. Da ja der Hauptskill bei mir ein direkter Zauber ist, bringt uns das schon mal etwas Schutz. Dann gibt es hier nochmal die Transzendenz. Auch da gibt es nochmal Schutz pro Sekunde, aber erst ab dem Bonus von 6 Punkten. Ansonsten haben wir ja mehr Lebenspunkte. Dann gibt es hier unten Schutzkugel. Da ist es so, dass wir weniger Schaden erleiden von zum Beispiel entzündeten Gegnern oder auch elektrifizierten Gegnern, die wir natürlich ja zuhauf elektrifizieren. Das bedeutet, dass wir dann entsprechend von den Gegnern halt einfach weniger Schaden fressen. Dann haben wir hier Quintessenz des Triumphs. Auch hier gibt es mehr Zauberschaden und den 7-Punkte-Bonus, dass wir nochmal etwas mehr Zauberschaden als Boni bekommen. Dann haben wir hier den erhöhten Mana-Regen, erhöhte LP-Regeneration. Das Ganze verdoppelt, wenn wir 50 Intelligenz besitzen sollten. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Müssen wir dann gleich mal schauen. Dann haben wir das Runenwort Katastrophe. Hier gibt es mehr kritische Trefferchance und auch nochmal den 5-Punkte-Bonus, wie ihr sehen könnt. Mit zwei Geschichten, die man da sich mitnehmen kann. So, dann kommt relativ viel Beiraum erstmal. Dann geht es hier weiter bei Dekret des brennenden Windes. Mehr Schaden gegen Bosse und seltene Gegner. Ganz, ganz wichtig, einfach damit wir halt eben mehr Schaden an Bossen machen. Hilft uns auch jetzt im Endgame einfach weiter, wenn wir da ein bisschen mehr Schaden verursachen. Auch hier gibt es einen 5-Punkte-Bonus, könnt ihr sehen. So, dann haben wir hier den Erlass des üppigen Ozeans. Hier gibt es auch nochmal den erhöhten Mana-Regen. Der ist auch halt auch sehr, sehr wichtig, ja, dass wir einfach schnell wieder Mana regenerieren. Obwohl ich bei manchen Skills, die ich nutze, komplett Mana tot bin, sogar in den Minusbereich wandere, der sich dann aber relativ schnell wieder ausgleichen sollte. Und dann haben wir hier nochmal Dekret der ewigen Tundra. Auch hier ja, bekommen wir alle 2 Sekunden Schutz, aktuell plus 20, weil ich hier erstmal nur 2 Punkte eingeteilt habe. Dann habe ich noch das Runenwort im Wirbelsturm mitgenommen. Wenn du direkt eine Blitzfertigkeit verwendest, hast du eine Chance, Runenwort Wirbelsturm zu erhalten, einen Buff der zusätzlichen Zauberblitzschaden und einen Einfrierenrate-Multiplikator gewährt. Dieser ganze Buff dauert 6 Sekunden. Hier hinten können wir die Buffdauer noch erhöhen. Da habe ich schon ein Pünktchen gesetzt. Ansonsten gibt es da unten noch Zauberblitzschaden mit Runenwort Wirbelsturm plus 6. Und naja, das sind ja die Boni, die ich euch vorhin vorgelesen habe.
die wir da on top bekommen. Und der letzte Punkt hier oben ist der zerklüftete Schleier. Auch hier ist es so, dass wir ja Schutz erhalten bei kritischen Treffern. Ja, gar nicht so verkehrt. Und auch hier gibt es nochmal einen 4-Punkte-Bonus für mehr kritischen Multiplikator und auch für den maximalen kritischen Multiplikator, wie ihr sehen könnt. Und so habe ich zumindest erstmal aktuell den passiven Skilltree ja aufgebaut und ausgebaut. Auf Stufe 75, beziehungsweise von Stufe 50 zu 75. Ich glaube auch, dass ich von dem ja, Level 50 Bild zu dem hier dann doch nochmal einige Punkte hier im passiven Skilltree geändert haben. Genau habe ich es jetzt nicht auf dem Schirm, aber deswegen habe ich das Ganze jetzt einfach nochmal komplett gemacht. Ja, bei den Skills nutze ich den Teleport, die Aufladung für mich so ziemlich, ich will jetzt nicht sagen Bosskiller, aber schon ein Skill, der halt an Bossgegnern sehr, sehr guten Schaden machen kann. Dann haben wir den Flammenschutz, die Runenbeschwörung und die Blitzexplosion. Diese beiden letzten Skills, also Runenbeschwörung und Blitzexplosion, sind auch Skills, die mir natürlich nochmal Schutz gewähren. Das werde ich euch dann gleich nochmal in den kleinen Skillbäumen zeigen. So, legen wir mal los mit der Aufladung. Ja, da bin ich erstmal hier rüber gelaufen für mehr Aufladungen, wenn ich getroffen werde. Das heißt einfach, dass ich eben die Aufladungen schneller bekomme. Hier oben gibt es nochmal die Elektrifizierungsstapel pro 50 verbrauchte Aufladung. Und dann durchgezogene Blitze. Nach dem Entladen verursacht dein nächster Zauber und Nahkampfangriff zusätzlichen Blitzschaden. Das ist so der erste Weg, den ich gelaufen bin. Hier unten gibt es dann nochmal erhaltenen Schutz pro Aufladung. Ein Punkt, den ich relativ spät entdeckt habe. Einen Punkt habe ich dann nochmal reingesetzt, weil ich ja bei den Maximum von 200 Aufladungen bin und da nochmal etwas extra Schutz bekomme, solange wie ich die Aufladung halt aktiv habe. Dann gibt es hier den Punkt Hochspannung. Wir bekommen eben schnelle Aufladungen, während wir uns bewegen. Dann haben wir hier eben die maximale Aufladung erhöht plus 100. Heißt, dass wir jetzt maximal 200 eben haben können. Dann haben wir hier unten kritischer Multiplikator über 100 Aufladungen plus 30%. Dann gibt es hier nochmal zusätzlichen Blitzschaden, wenn wir mindestens 80 Aufladungen haben. Ah nein, da wird sogar verdoppelt, wenn wir mindestens 80 Aufladungen haben. Und hier unten Entladung verursacht zusätzlichen Blitzschaden pro Aufladung, aber Entladung kostet mehr Mana pro Aufladung. Dieser plus eine Punkt, ja, der klingt tatsächlich erstmal nicht so viel. Wenn ich den Punkt aber rausnehmen würde, dann wäre ich hier nicht bei 24.500, sondern sehr, sehr, sehr weit unten, ja, im Schaden. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieser Energiespannungsstoß. Ich habe das mal ausprobiert. Ich möchte den natürlich jetzt nicht rausnehmen, weil ich kann den nicht gleich wieder reinsetzen. Muss mir den Punkt erst erspielen, aber glaubt mir, den Punkt solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Der steigert den Schaden nochmal immens von diesem Skill. Und ich bleibe hier nicht bei 24.500 Schaden, sondern ich wandere, glaube ich, bis auf 150.000, 160.000 Schaden pro Sekunde nach oben, wenn dann alle Buffs aktiv sind. So, Hauptskill, die Blitzexplosion. Im Prinzip nichts weiter als ein Kettenblitz. Hier gibt es mehr Schaden. Hier gibt es die Double Cast Chance, wenn wir diesen Skill wirken. Dann haben wir hier nochmal mehr Schaden und mehr kritische Basistrefferchance. Hier unten gibt es die Möglichkeit, dass der Skill mehrmals ketten kann. Und hier gibt es nochmal ein bisschen Schaden on top. Und auch die Blitzexplosion kann sich verzweigen oder ketten. In Verbindung ja, mit dem Punkt davor ist das halt sehr, sehr nett. Dann bin ich hierhin gelaufen für mehr Schockchance. Auch relativ spät entdeckt, oder was heißt spät entdeckt? Entdeckt in Bezug dessen, dass ich jetzt mehr Wert auf den Schutz lege, bin ich dann auch hier runtergelaufen. Denn Blitzexplosionstreffer gewähren uns Schutz, in Summe aktuell plus 4. Und hier unten gibt es dann nochmal das Wirken von Blitzexplosion, gewährt dir Schutz pro verbrauchte Mana. Auch den Punkt habe ich nochmal gesetzt, sodass wir auch immer Schutz generieren, wenn ich eben den Hauptskill nutze. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nice. Ihr werdet sehen, dass ich relativ schnell und viel Schutz immer generiere. Kommt da fast bis auf 2000 Schutz hoch. Bin auch hier jetzt aktuell bei der Schwelle von um die 500. Das ist dieser, ja, diesen Schutzerhalt, was ich euch vorhin schon mal kurz erklärt habe, dass wir da nicht unter eine bestimmte Schwelle fallen können. Und dann habe ich ja nochmal die, ja, Castgeschwindigkeit erhöht von meinem Hauptskill. Mehr Trefferschaden gegen elektrifizierte Gegner. Und hier oben auch nochmal den Stromkreislauf, dass wir halt auch noch, ja, die Kette an Verbündete heften können, die dann halt eben mehr Schaden und mehr kritische Chance bekommen. Immer so ein bisschen Bezug, auch wenn wir halt im Multiplayer unterwegs sein sollten.
So, dann schauen wir uns mal die Runenbeschwörung an. Hier hat sich, glaube ich, tatsächlich gar nicht so viel geändert zum 50er-Bild. Also sicherlich schon ein paar Pünktchen, ja. Aber jetzt an der grundsätzlichen Auslegung, glaube ich, hat sich hier nichts geändert. Hier gibt es mehr Schaden pro verbrauchte Rune, mehr Schaden pro Rune-Typ. Hier haben wir eben die Möglichkeit Schutzgewinn pro Intelligenz mit verschiedenen Runen. Und dann auch nochmal, ja, immer wenn du runische Beschwörung wirkst, wirkst du auch bis zu einer von jeder Art von Elementarnova. Ist ein bisschen blöd formuliert. Auf jeden Fall wirken wir halt eine Elementarnova. Nochmal, wenn wir die Geschichte nutzen, dann haben wir hier Transkriptor der Macht. Nach dem Wirken der Runenbeschwörung erhältst du für kurze Zeit zusätzlichen Zauberschaden und Zaubertempo. Ja, auch eine ganz nette Geschichte. Hier unten nochmal die erhöhte Elektrifizierungschance, weil ich natürlich sehr viel Rune mit Blitz, ja, logischerweise einfach bekomme, weil ich halt die Blitzexplosion wirke und somit eigentlich immer drei Blitzrunen aktiv habe. Das will ich aber nochmal hier unten gucken. Also immer wenn du runische Beschwörung wirkst, wirkst du auch bis zu einer von jeder Art von Elementarnova, die du direkt wirken kannst. Jede einzigartige Rune, die du beim Wirken der runischen Beschwörung hast, repräsentiert eine andere Elementarnova. Ein bisschen blöd noch ja, ins Deutsche übersetzt. So, und dann geht's hier rüber. Runenbeschwörung gewährt Schutz pro verbrauchte Rune und erstattet einen Teil ihrer Mana-Kosten beim Wirken zurück. Sehr, sehr nett, wenn man das hat. Und hier gibt es dann eben nochmal den Schutzgewinn pro Sekunde pro Gon-Rune. Das ist ja die Blitzrune, die ich sowieso quasi immer aktiv habe durch die Blitzexplosion. Bekomme also hier auch nochmal extra Schutz on top. Ihr seht also schon relativ viel Schutzgewinn, was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ihr werdet jetzt gleich, denke ich mal, im Bosskampf sehen, dass natürlich der Schutz relativ schnell wegfliegt, aber immer wieder schnell zurückkommt. Den brauchen wir auch einfach, denn nur mit Lebenspunkten, ja, wird es dann irgendwann im Endgame ziemlich dünn. Und deswegen ist der Schutz wirklich so eine schöne Geschichte. Schauen wir uns mal den Flammenschutz an. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, eben Schutz zu gewähren, wenn wir den, ja, Flammenschutz aktiv haben. Dann hier nochmal Prozent des fehlenden Lebens als Schutz gewährt. Auch hier, wenn eben, ja, Flammenschutz aktiv ist. Mehr Punkte sind es, glaube ich, hier oben nicht genau. Und dann geht es schon nach unten. Einmal, dass natürlich die Dauer länger ist und auch ein bisschen bessere Mana-Effizienz. Dann gibt es hier plus 250% erhöhten Feuerschaden. Jetzt werdet ihr gucken, Feuerschaden. Aber ihr seht es ja, wenn Flammenschutz in Kälte oder Blitz umgewandelt wird, wird auch diese Schadenserhöhung umgewandelt. Das heißt natürlich, bei mir in Summe heißt es einfach dann 250% mehr Blitzschaden, wenn wir quasi Flammenschutz aktiv haben. Das Ganze habe ich hier eben im Blitz umgewandelt, damit auch dieser Bonus dann greifen kann. Dann gibt es hier unten nochmal plus 4 zum Feuerschaden. Das gleiche wie hier oben schon bei der Infusion ist. Wenn wir das im Blitz umgewandelt haben, wird das natürlich dann auch entsprechend, ja, zu Blitzschaden umgewandelt. Und dann gibt es hier Flammenschutz gewährt Schutz über Zeit, solange er aktiv ist. Und das gute Flammenschutz verringert den erlittenen Elementarschaden, solange er aktiv ist. Das sind halt so nette Buffs, die man einfach bekommt, wenn man den Flammenschutz aktiviert. Sollte man auch immer machen, wenn man das dabei hat, gerade eben im Bosskampf. So, zu guter Letzt, der Teleport, eigentlich nur so ein optionaler Skill, den man nutzen kann, um einfach mal schnell, ja, aus brenzligen Situationen herauszukommen. Ansonsten, ja, wenn wir den in den letzten 4 Sekunden gewirkt haben, bekommen wir noch ein bisschen Blitzwiderstand, ein bisschen Feuerbeständigkeit, ein bisschen Betäubungsvermeidung. Wir bekommen etwas erhöhten Elementarschaden, wirken eine Elementarnova bei Ankunft. Habe ich jetzt einfach mal mit reingenommen, um dann Gegner nochmal ein bisschen fixer töten zu können. Gewährt Schutz beim Wirken. Und hier haben wir nochmal ein bisschen kalten Widerstand und auch mehr Rüstung, wenn wir in den letzten 4 Sekunden diesen Skill gewirkt haben. Und die Buffdauer, die wir hier bekommen, also diese ganzen Buffs, die ich jetzt vorgelesen habe, die haben wir hier nochmal um 100% erhöht von der Dauer, dass wir einfach die Buffs länger aktiv haben. Heißt also, auch der Teleport ist halt eine Möglichkeit, sich kurzzeitig, ja, Buffs zu besorgen, um einfach den Schaden zu steigern, um den Schutz zu steigern. Ja, damit wir einfach besser überleben und eben mehr Schaden machen können. Ja, so sehen die Skills aufgebaut aus. Schauen wir nochmal ins Inventar. Bei den Idols habe ich euch ja gesagt, nutzt einfach, um eure Widerstände aufzubessern. Ansonsten, wenn ihr irgendwas Gutes haben solltet, was euren Schaden ordentlich erhöht, dann solltet ihr das Ganze nutzen. Bei der Ausrüstung, einmal habe ich den Magierhelm. Ihr seht, wir bekommen erhaltenen Schutz bei Mana-Verbrauch und einen erhöhten Mana-Regen als Hauptattribute. Dann habe ich nochmal plus 14 Schutz pro mit runischer Anrufung aufgebrauchter Rune. Das war schon drauf. Dann haben wir die, ja, Elektrifizierungschance Schutz pro Sekunde, habe ich mir draufgerollt. Einfach damit wir eben
relativ schnell immer wieder Schutz ja generieren. Ihr seht das auch hier unten. Ja, sobald er auf die Schwelle zurückfällt, wird er wieder generiert. Sehr, sehr schön, wenn wir eben davon ja genügend haben, von diesem Schutz pro Sekunde. Beim Amulett habe ich eines, um meinen physischen und nekrosen Widerstand zu erhöhen. Das sind immer so die ich ein bisschen vernachlässige. Ansonsten gibt es hier mehr Zauberschaden, mehr kritischen Treffermultiplikator und eben noch ein paar Widerstände. Hier bei dem Nebenhandkatalysator habe ich auch einen gewählt, wo ich Schutz pro Sekunde bekomme und auch nochmal zusätzlich diesen Schutz erhalt. Mehr Zaubertempo, was mir hilft für die Blitzexplosion. Mehr Blitzschaden, mehr Schutz pro Sekunde. Ja, bei der Magierrüstung, die ist nicht ganz so optimal. Ihr seht, plus 1 Flammensturm bringt mir natürlich hier nichts. Da habe ich tatsächlich noch keine bessere aktuell gefunden. Aber hier gibt es eben auch nicht nur das 1 plus Flammensturm, sondern eben auch etwas erhöhten Zauberschaden. Dann auch nochmal plus 23 Schutz pro mit runischer Anrufung aufgebrauchter Rune. Schutz pro Sekunde, Giftwiderstand. Zauberstab, den habe ich so gefunden. Wir sehen, wir haben auch noch Schmiedepotenzial drauf. Da kann ich noch ein bisschen was ausbauen. Ja, hier ist natürlich Zauberschatten drauf, Blitzschaden drauf, Entzündung bei Treffer und Elektrifizierung bei Treffer. Der war tatsächlich schon genauso fertig, wie ich ihn hier habe. Passt also wirklich optimal zu meinem Bild oder eben zu diesem Bild. Dann habe ich Quelle der Ausgelöschten. Hier gibt es mehr Blitzschaden drauf, mehr Nekroseschaden, mehr LP-Generation, mehr Kältewiderstand. Ja, um 10% erhöhte LP und Mana. Wir erhalten Schutz pro Mana-Verbrauch. Können sehen, ein sehr, sehr schöner Ring. Dann habe ich hier nochmal den Schutz-Erhaltring, Nekrosewiderstand, Mana-Regeneration, Blitzschaden. Das sind so die Dinge, die wir halt brauchen. Also Blitzschaden, Zauberschaden, Mana-Regeneration, wenn möglich. Ansonsten wirklich eben auch den Schutz, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, auch hier beim Gürtel nutze ich einen, den ich eben gefunden habe. Auch da gab es noch keinen besseren. Den habe ich tatsächlich genau so genutzt, wie er schon ja, gebastelt war. Also mit Blitzschaden. Zwei flüchtige Zombies, die ich beschwöre. Ja, bei Trankbenutzung braucht man nicht, kann man haben. Es gibt auf jeden Fall bessere Gürtel, aber ich muss ihn erstmal noch finden. Bei den Stiefeln habe ich welche mit Rüstung, Bewegungstempo und Kältewiderstand. Auch hier nochmal Bewegungstempo extra draufgerollt. Das mache ich immer ganz gern einfach, um mich schneller durch die Maps bewegen zu können. Mehr Intelligenz, auch das steigert den Zauberschaden bzw. den Schaden der Skills und Elementarwiderstand. Bei den Handschuhen habe ich welche mit Zaubertempo, was ich auch nochmal draufgerollt habe, damit die Blitzexplosion einfach schneller wirken kann. Mehr kritische Trefferchance, mehr Rüstung, mehr physischer Widerstand. Und zu guter Letzt gibt es Wissen eines ausgelöschten Magiers. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich Attribute drauf bekommen, die mir nicht ganz so viel bringen, wie zum Beispiel plus 2 bis schwarzes Loch oder zum schwarzen Loch, also mehr, also 2 mehr Skillpunkte. Die bringen mir natürlich hier nichts, weil ich das nicht nutze, aber die 45% Zauberschaden bringen was. Blitzfrost nutze ich leider auch nicht. Giftwiderstand, Nekrosewiderstand ist dann schon wieder passender. Wir haben aber hier unten die plus 1 für die Magierfertigkeiten, was dann schon wieder hilft. 9% von Schaden an Mana vor LP, das ist natürlich so draufgerollt. Und Ausdauer wirkt auf 7 zusätzliche LP pro 10 fehlende Mana. Ja, ist halt ein Relikt, was ich so gefunden habe. Auch da habe ich leider noch kein passenderes gefunden zu meinem Bild. Ihr seht also, so ein kleines bisschen Ausbaupotenzial ist da schon noch da. Ja, da kann man schon noch einiges machen. Man könnte ja das Relikt austauschen gegen hier zum Beispiel erhaltener Schutz bei Tötung. Bringt natürlich bei Bosskämpfen nichts, wenn sie jetzt nicht gerade Ads spawnen, sondern dann wirklich nur auf den normalen Maps. Das ist das Relikt, was ich vorher genutzt habe. Jetzt nutze ich eben erstmal das, bis ich dann wieder ein besseres gefunden habe. Ja, und so sieht der Runenmeister aufgebaut aus, um Blitzschaden ein ziemlich ja, starker Bild eigentlich. Ich hoffe, dass wir jetzt Auge des Sturms schaffen auf Stufe 75. Ist jetzt einfach mal so ein Tester für euch, damit ihr ein bisschen Gameplay sehen könnt. Einfach, ja, wie viel Schaden das Ganze macht, wie das mit dem Schutz funktioniert, wie das generiert wird. Damit ihr da einfach mal so einen kleinen Aufhänger habt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in dieses Echo, versuchen es einfach mal. Und hoffen mal das Beste. Schaut einfach mal links auf den Schutz. Da sollten wir nicht unbedingt reinlaufen. So, sobald ich den Flammenschuss aktiviere, könnt ihr sehen, mein Schutz wieder relativ voll. Und ansonsten auch, selbst wenn ich die Blitzexplosion wirke, bekomme ich relativ schnell wieder den Schutz. Das hilft natürlich ungemein. Ich kann auch noch die Rune nutzen. Dann komme ich hier auf über 1000, knapp 2000
kurz im Optimalfall 1300, 1400 war ich jetzt gerade. Und das hilft natürlich immens einfach, gerade hier in dem etwas schwierigen Bosskampf, da ganz gut durchzukommen. Wie gesagt, vom Schaden her logisch, da geht natürlich immer noch ein bisschen mehr. Da muss man halt schauen, dass man das Ganze noch ein bisschen ausbaut. Aber ansonsten, ihr seht, die Attacken können wir halt nicht ganz so viel anhaben. Durch die Menge Schutz, die ich halt generiere. Selbst so eine Attacke halte ich schon noch stand. Auch wenn es knapp war. So, und jetzt sollten wir eigentlich gleich in Phase 2 übergehen, glaube ich. Die schlimmere Phase ist dann halt hinten raus, die dritte logischerweise. Hier zieht tatsächlich dieser eine Skill hier, diese Aufladung, nicht so richtig. Macht hier nicht so viel Damage, wie es eigentlich machen kann. Das ist ein bisschen schade hier an dem Bosskampf. Da kann ich euch den Skill gar nicht so richtig vorführen. So, Phase 2. Ist immer so eine tricky Phase hier, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber hier können wir halt dann wieder uns den Aufladungsskill zunutze machen. So, ein bisschen Concentration hier. Die hässliche Phase kommt gleich noch. Aber ihr seht, ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen Heiltrank nutzen müssen. Bis jetzt. So, Phase 3. Hier kommen natürlich jetzt auch permanent diese Wellen, die natürlich dann ziemlich störend sind. Kampf auf Zeit sozusagen. Na, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Bis jetzt sieht es noch ganz okay aus. Da darf man natürlich nicht drin stehen bleiben. Da wird es dann hässlich. So,
So, das heißt natürlich auch in dieser Phase des Kampfes, dass ich etwas weniger reden werde. Ihr merkt das sicherlich schon. So, mal einen Heiltrank schlucken hier. Shit. Tja, da war der Teleport nicht fertig. Ich wollte gerade den Teleporter nutzen. Ja, aber es ist zu schaffen, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Ja, wie gesagt, ist halt auch ein relativ schwerer Kampf. Aber ihr seht schon, schadenstechnisch geht es auf jeden Fall. Wenn man da so ein bisschen konzentriert bei der Sache bleibt, dann kann man den auf jeden Fall locker packen. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, ich werde es einfach noch weiter versuchen. Wollte euch aber auf jeden Fall erstmal den Bild zeigen. Und eben mal so einen kleinen Probekampf, damit ihr sehen könnt, dass man eben auch Lagon auf Stufe 75 besiegen kann. Wenn man dann jetzt nicht gerade ungünstig steht, dann sollte das Ganze funktionieren. Mein Teleport war natürlich fertig, allerdings hatte ich gerade, glaube ich, keinen Mana, weil ich die Aufladung kurz vorher benutzt habe. Das war vielleicht so ein bisschen der Fehler. Und das ist halt ein Skill, der wirklich tatsächlich da nicht ganz so viel bringt in diesem Bosskampf, was ziemlich schade ist. Ja, weil der wirklich sehr, sehr hohen Schaden macht. Ich muss vielleicht mal probieren, an Lagon direkt ranzulaufen, anstatt auf die Tentakeln zu wirken, ob es da vielleicht tatsächlich mehr bringt oder mehr Sinn macht, diesen Skill zu nutzen. Aber ja, wie gesagt, man kann mit diesem Bild hier locker Stufe 75 Lagon besiegen. Ja, ihr könnt sehen, jetzt sind wir schon bei 139.000, 186.000. Also wir können hier ja ordentlich nach oben gehen in Schaden kurzzeitig, wenn wir uns da alle Boni ziehen. Und wenn er dann gegen normale Bosse kämpft, ist das wirklich so ein Boss-Killer, möchte ich schon fast sagen, weil er wirklich enorm Schaden austeilt. Ja, nun hoffe ich, trotz des gescheiterten Versuchs, dass euch dieses Video wieder gefallen hat, dass ich euch mit dem Bildvideo weiterhelfen konnte. Denkt dran, Daumen drücken, würde ich mich riesig freuen. Lasst mal ein Abo dafür meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen dazu, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier eine neue Folge online geht. Ja, und ich werde jetzt nochmal versuchen, den dicken Lagon zu besiegen, dass ich dann natürlich auch hier in die nächste Timeline komme. Sage danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.